Hallo, in diesem Projekt möchte ich Ihnen zeigen, wie man unter FermCat einen Auftrag anlegt. Ich starte das FermCat als Nutzer 1, der ist vorangelegt, und vergewissere mich nochmal über die voreingestellte Dateistruktur. In dieser Struktur wird der Auftrag angelegt. Unter Datei, neuer Auftrag. Gebe ich das Jahr an, zweistellig, Auftragsnummer 1 soll das werden. Jetzt legt FermCat hier automatisch die voreingestellten Unterverzeichnisse an und fragt hier nach dem Namen der Projektdatei. Einfach bestätigen mit Öffnen. Das Projekt geht auf und als erstes wird nach den Auftragsdaten gefragt. Zwingend sollte hier der Messungshorizont eingetragen werden, der mittlere Rechtswert und die Rissnummer, das ist jetzt bundeslandspezifisch für Sachsen. Aber da viele dieser Daten auch in den ALKIS Bestandsdaten drinstehen, kann ich hier mit Abbruch rausgehen erstmal aus dem Dialog und hole mir zuerst die ALKIS Bestandsdaten rein. Über ALKIS, über Transfer, Übernahme Quelldatei werden Daten importiert. In dem Fall ALKIS NAS Bestandsdaten. Schnittstelle wählen, okay. Und jetzt landet er an dem voreingestellten Verzeichnis und erwartet dort meine Daten. Dort habe ich sie nicht, sondern ich habe sie hier. Die Bestandsdaten lese ich mir ein. Diese finden Sie zum Beispiel auch in Ihrem Demo-Verzeichnis unter Import. Also Bestandsdaten wählen. Jetzt werden die ALKIS-Bestandsdaten eingelesen. Es werden ALKIS-CAT-Objekte gebildet. Und er fragt, ob die Katalogdaten aktualisiert werden sollen. Also Gemarkung, Gemeinden, Adressen und so weiter. Ich sage hier alle aktualisieren. Jetzt wird der Katalog aktualisiert. Und es kommt eine Abfrage, die kann ich zu- oder abschalten, auch genau wie die Katalogdatenabfrage. Ich habe es hier noch eingeschalten gelassen zur Demonstration. Welche Punkte sollen importiert werden? Ich wähle hier einfach alle. Jetzt legt mir FermCat automatisch aus den eingelesenen Nummerierungsbezirken meine Nummerierungsbezirksverschlüsselung an. In FermCat arbeiten Sie mit Verschlüsselung. Also nicht mit den langen achtstelligen Nummerierungsbezirken, sondern mit zweistelligen Schlüsselnummern. Schlüsselnummern werden angelegt und man sieht schon, das Auftragsmakro, das nennt sich Makro, wird schon ausgefüllt mit der ALKIS-Antragsnummer, mit dem mittleren Rechtswert, dem Lagestatus und je nach Bundesland vielleicht auch mit dem Messungshorizont. Ich habe hier in den sächsischen Bestandsdaten keine Höhen mit drin. Insofern kann ich auch keinen mittleren Messungshorizont ausfüllen. Wird immer in NHN eingegeben als Gebrauchshöhe. Den kann ich jetzt hier noch nachtragen. Zum Beispiel 170 Meter. Oder ich gehe über Einfügen Auftrag und trage an der Stelle die 170 Meter ein. Für Sachsen brauchen wir hier noch eine Rissnummer. Und aus der Rissnummer wird der vorläufige Nummerierungsbezirk in Sachsen generiert. In anderen Bundesländern wird auch ein Dummy-vorläufiger Nummerierungsbezirk eingeführt mit XX. Alle Neupunkte heißen XX und je nachdem, wo die berechnet werden, werden sie auf den richtigen Nummerierungsbezirk geschoben. Also, Auftrag ist angelegt. Ich lasse einmal den Compiler über den Auftrag laufen. Er prüft die Daten. Und jetzt kann ich ins CAT reingucken. Aha, und habe hier meine CAT-Szene ordentlich dargestellt im Szenario Standard. Ich kann es auch schwarz-weiß als Rissvorlage mir anschauen. Ja, was brauchen wir noch zum Auftrag? Ach so, wir könnten zum Beispiel noch die reservierten Punktnummern einlesen.
Das geht auch über Transfer, Übernahme Quelldatei, andere Schnittstelle, XML-Nummernreservierung heißt sie bei uns. Und hier hole ich mir meine reservierten Punktnummern in das Projekt. F9, prüfen, übersetzen und das Projekt ist angelegt. Natürlich muss es noch gespeichert werden. An der Stelle vielleicht noch ganz wichtig, wenn ich hier bearbeite, kann ich unter Optionen Verzeichnisse halt, unter Optionen Speichern Einstellungen mir automatische Zwischenspeicherdateien erstellen. Und zwar kann ich das wählen, alle 10 Minuten. Ich kann ein Verzeichnis hier anwählen, in welches das gespeichert werden soll. Das wäre schön, das hat man alle 10 Minuten eine Kopie seines Projektes abgespeichert. Soweit zum Projektanlegen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.